Heuchlerisch. Fans zerreißen RTL für Dieter Bohlens DSDS-Comeback. Dieter Bohlen ist wieder bei DSDS. In der ersten Folge der 20. Staffel machte RTL deutlich, wie sehr sie den Pop-Titan vermissten. Dabei warf der TV-Sender ihn im Vorjahr raus. Köln, am 14. Januar startete die Jubiläumsstaffel von Deutschland sucht den Superstar. Seit 20 Jahren suchen wechselnde Juroren nach dem größten Gesangstalent Deutschlands. RTL feierte am Samstagabend nicht nur 20 Jahre DSDS, sondern auch Dieter Bohlens Rückkehr. Das wirkt auf viele Zuschauer allerdings heuchlerisch. Im vergangenen Jahr musste Dieter Bohlen seinen Posten als Chefjuror an Florian Silbereisen. RTL wollte die Sendung familienfreundlicher machen und warf den Pop-Titan dafür prompt aus der Jury. Das hatte jedoch bittere Folgen, die Einschaltquoten fielen in den Keller und die Schlagzeilen um die Castingshow wurden immer schlechter. Für die 20. Staffel holt RTL den Modern Talking-Star zurück in die Jury. Wie damit allerdings in der Show umgegangen wird, passt vielen Zuschauern nicht. So behauptet der Sender, Dieter, wir hatten ihn verloren. Das sorgt sofort für Furore auf Twitter, verloren, ihr habt ihn abgesägt, sowas Scheinheiliges, wütet eine Nutzerin. Ihr habt ihn rausgeschmissen und festgestellt, dass es ohne ihn nicht geht. So war es doch wohl eher, lautet ein weiterer Kommentar. Ein weiterer Twitter-Nutzer fragt sarkastisch, wie heuchlerisch wollen wir darstellen, dass wir uns freuen, Dieter Bohlen wieder zurückzuhaben? Nach vielen Einspielern zu Dieter Bohlens DSDS-Comeback betitelt ein Zuschauer die Sendung, die große Dieter B-Show, und stößt damit auf viel Einverständnis unter den Twitter-Nutzern. Auch wenn sich zum Staffelstart alles um Dieter Bohlens Comeback dreht, freuen sich viele Zuschauer, den Chefjuror wiederzusehen. Gott sei Dank ist Dieter wieder in der Jury. Jetzt kenne ich wenigstens jemanden, schreibt ein Fan. Ein anderer behauptet sogar, DSDS ist Dieter.